Das Wassersportzentrum Elbsee. Hier führt der Düsseldorfer Tauchverband ein Tauchwochenende für Jugendliche durch. Auch die Jugendlichen der Seeteufel sind mit dabei. Damit unter Wasser keine Probleme auftreten, wird der Tauchgang von Tauchlehrerin Gudrun vorbesprochen. Wolfgang, auch Tauchlehrer, möchte unter Wasser eine Übung durchführen. Das passiert folgendermaßen. Wir knien uns auf die Plattform hin, in einer gewissen Entfernung. Du bist ja dabei, falls irgendwas ist. Wir sind ja auch nicht tief. Wir können also, wenn ein Problem ist, direkt unter nach oben durch. Ihr könnt aber gerne ein bisschen auf Entfernung bleiben, weil der lange Schlauch, wenn der so eine Kurve, dann ist das manchmal unangenehmer, als wenn er ein bisschen auf Entfernung bleibt. Ne? Dann müsst ihr schön tariert sein, damit wir auf einer Höhe sind. Was macht er mit eurem Atemregler, wenn ihr den aus dem Mund tut? Nach hinten schleudern oder was? Wir sitzen so gegenüber. Ja? Ich packe dich hier an und halte dich fest. Du brauchst nichts weiter zu tun. Ich halte dich hier fest. Wir sind ganz eng beisammen. So, und dann nimmst du. Trotz aller Planung geht immer mal wieder etwas daneben. Solange das ungefährlich ist, gibt es dafür sogar eine Trophäe. Unser Chaos-Taucher Wanderente, wo schon zwei Namen draufstehen, das ist für totales Chaos am See, zum Beispiel hängen gebliebene Ausrüstung. Oder mein Vater hat die Kiste gepackt, der hat aus Versehen seinen Anzug in meine Kiste getan und der passt mir nicht, ne? Weil der Taucher packt ja seine Sachen eigentlich selber. Das wäre dann auch so eine Sache. Und die Chaos-Wanderente wird wahrscheinlich heute zum dritten Teilnehmer wandern, wie es aussieht. Dann muss die Ausrüstung vorbereitet werden. An der Kugel, bis ich sage, hoch und nach oben. Jetzt schon eintragen, was wir als Mechanik können wir natürlich nochmal wechseln. Ja, wir haben das jetzt. Ja, ich habe irgendwie den Tag davor abgesagt. Ja, geht's oder gesagt, was? Ich habe einen Arzttermin. Oh, ich glaube, es geht. Sieht doch an dem Tag so zwei Stunden, nachdem der Termin war. Wo bleibst denn du? Ich warte hier. Manche der Jugendlichen sind schon richtige Routiniers. Okay. Danke. Aber dann kannst du die Haare schlechter alleine unter die Haube tun, ne? Ziemlich fest, aber es geht also. Dann mach erst die Haube dann an, ne? Exzellenz, für mich hast du nicht, ne? Ja. Hast du die Gleitmasse vergessen? Ich hab die nicht vergessen. Ich ziehe die immer mit als letztes an, dann weiß ich auch, dass die Haube gut sitzt. Also die Maske und alles gut sitzen. Aber das machen viele ganz unterschiedlich. Oben zu eng ist, dann mach es auf. Ne? Oh, es ist doch schon ziemlich eng. Für was halt, weil hier ja auch der Reißverschluss ist und das tut dann da rein. Verlieren wirst du es ja nicht. Nee. So, so. Elena, stylisch. Nee, das ist nicht so kalt. Also ich finde so ganz okay. Soll ich oder? Hast du das sonst hier oben immer drin? Ja. Du wolltest dann da hier? Kann ich auch so? Ja, aber. Wollen wir machen? Keine Körper stören, nur diszipliniert. Ja, wir sind wegen. Wir beide sind ganz gut. Wir sind ganz gut. Willkommen. Keine Hektik. Alles gut. So, ich stehe ja ganz gut hier. Du kommst an deinen Automaten dran. Ja. Das ist gut. Genau. Okay. Ist schon warm. Ich muss mal in den Ja, genau. Ne? Dass der immer frei hängt. Gut, meiner. Ist mal so. Dann geht es Richtung Einstieg. Gudrun nimmt heute die Plattform. So, wir gehen da rein. Ja,
Kannst schon mal die Flossen anziehen? Ja, mach ich. Das ist aber richtig cool hier, Papa. Ja. So, jetzt ziehen wir die Handschuhe an. Oder erst die Maske? Erst die Maske. Der letzte Feinschliff. Die Maske sitzt. Dann noch den Tauchcomputer an das Handgelenk. Moin Moin! Du hast das Auto, die Klappe aufgelassen. Auto? Die Ente landet so langsam bei dir. Was? Ich sag ja, wir werden mit der Ente und den Ü-Eiern noch dick. Ja. Jetzt kann es losgehen. Riecht schon weiter? Warte. So. Okay. Ist das doch total schön. So, Luft ins Jacket geben. Warte. Beim Sprung in das Wasser ist es wichtig, die Maske und das Mundstück des Lungenautomaten festzuhalten. Das heißt, du nimmst jetzt die Maske ab und machst mal ganz ab. So. Klappt alles? Ja. Okay, ich halte die Maske fest. Du nimmst jetzt den Atemdrücker in den Mund. Halte dich bitte mit der anderen Hand bei mir fest. Mit der anderen Hand bei mir richtig festhalten. Ja, warte, ich setze meine Maske noch auf. Schön. Moment. Ich halte dich fest, du kannst die Maske aufsetzen. Maske rein, festhalten. So, wenn du soweit bist, ein weiter Schritt nach vorne und rein. Hallo Papa. So, ja, jetzt ist nach vorne, Daumen, nicht zur Seite. Vorbereitet. Auf beiden Seiten. Gut. Andere Seite. Andersrum nicht. Wo bist du? Kommt zu mir. Ja, genau. Und jetzt nach oben hinwegziehen, das ist wichtig. Soweit nochmal klar, die Übungen. Ja. Vom Ablauf her klar. Ja. Auf die Plattform. Und dann noch ein Stück. Und nimmst dein Regler raus. Nach einer Dreiviertelstunde kommen die Taucher aus dem Wasser zurück. Carina hat es großen Spaß gemacht. Das war sehr schön. Hat sie toll gemacht, die Carina. Okay. Hat sie super gemacht. Schön getaucht. Kein bisschen gefroren? Nein. Die Temperatur war angenehm, also für mich auf jeden Fall. Ja, okay. Dann kommt man zu tauchen. Ich gehe doch einfach rutschen. Okay, ja, wie war's denn? Also es war sehr schön, man hat sehr viele Sachen gesehen. Was zum Beispiel? Wir haben Fische gesehen und zwischendurch haben wir einen ganz großen gesehen. Wie groß? Zum Beispiel einen Hen. So groß ungefähr. Na, der war schon mehr. Ein bisschen größer sogar. Und man konnte auch sehr viele Schnecken sehen. Und
eigentlich auch Muscheln. Aber zwischendurch war es halt ein bisschen kälter. Wir sind auch mal ein bisschen tiefer gegangen, ne? Ja. Um mal auszuprobieren, wie kalt es da ungefähr wird. Ne? Ja. Also nicht nur bis zur Sprungschicht, sondern auch durch die Sprungschicht durch. Ja. Ja? Hm? Alles gut. Nicht verstanden. Ich sag, auch durch die Sprungschicht durch. Ja, durch die Sprungschicht durch. Wir waren so auf 9 Meter ungefähr, ne? Ja. Echt? Ja, so, ein bisschen, so 2-3 Minuten, auch da wird schon kälter, ne? So, dann machen wir mal Platz, da kommen die Nächsten. Ja, okay, dann kommt man zu Hause.